Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Dinkum. Was haben wir denn? Townplanner. Oh, ist das schon fertig? Ah ja, so viel zum Thema Building fängt heute an. Das Ding ist einfach direkt fertig, okay. Crafting Request von Milburn. 16 Hardwood Path. 7000? Na, meinetwegen. So, was haben wir hier? Craft a new tool, das habe ich eh vor. Smelt some. Meh, okay. Achso, ich bin aus dem Pfosten. Warum habe ich denn. Wir haben Post. Warum habe ich denn die Dinger überhaupt weggeräumt? Das wollte ich gar nicht. Wollte doch die Axt aufwerten. So, Bug-Tipster. Ja, stimmt, wir wollten früh los. Early Morning Bushlands. Alles klar. Wo ist hier Bushland? Das ist alles Bushland hier unten, ne? Okay. Bugbook und Abfahrt. Es wäre mal total gut zu wissen, bis wann Early Morning zählt. Peacock Spider haben wir schon. Ich weiß nicht, zählt die dazu? Oder ist das schon so der Hinweis. Ah, achso, das ist Wüste. Oder ist das jetzt schon der Hinweis, dass da ein Vieh ist, was wir noch nicht haben? Da ist auf jeden Fall eine Menge Hardwood, was wir gleich mal fällen können. Eine Menge Kupfer. Das kann ich mir immer merken. Also werde ich mir nicht merken, aber vielleicht kommen wir auf dem Rückweg da vorbei. Da ist nichts mit Early Morning Bushlands. Ach, vielleicht war es dann wirklich auch nur der Hinweis auf die Peacock Spider, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall nichts am Start. Ich hoffe mal, dass Early Morning jetzt einfach bis 9 gilt. Maybe. Ah, hier ist halt nichts. Also es ist halt wirklich nichts. Es ist halt vor allem auch nicht ein Käfer irgendwo. Es ist quasi totes Land. Zumindest was Insekten angeht. Und das ist jetzt auch schon Beach, ne? Außer Blue Moon Butterflies, die sind halt überall. Das, was ich mir erhofft hatte. Oh, macht die Axt das noch mit? Tatsächlich. Okay. Dann können wir eigentlich mit dem Speer den Baum fällen? Nein. Schade. Dann lassen wir den da stehen. Dann nehme ich das Kupfer gleich noch mit. Wenn ich das wiederfinde. War ja auch schon eher sad gerade der Ausflug hierher. Noch irgendwie Fische. Wow, in diesem ganzen Teich ist auch ein Fisch, ne? Ja gut, ich glaube Early Morning ist einfach durch. Oder wir hatten Pech. Keine Ahnung. So, Kupfer könnte hier irgendwo gewesen sein.
Ich hätte mir eine Markierung setzen sollen, aber ich hatte so den Zeitdruck gefühlt. Oder war das in Wirklichkeit noch weiter drüben? War das in Wirklichkeit hier? Das kann sein. Du bist eine Standardfliege, oder? Und du wirst auch gar nicht angezeigt. Okay, cool. Ja. Aber hier ist das Kupfer. Nice. Ich habe falsche Taste gedrückt. Ich habe einen Kommentar gelesen, dass angeblich der Hammer ganz gut sein soll für Erze. Ist halt schon langsam, ne? Aber wenn wir den schon nicht zum Kämpfen verwenden, können wir ihn zumindest dafür benutzen. Das ist doch auch was. Ja gut, das war jetzt eher so mäßig erfolgreich, aber okay. Dann Gießen kann noch einen Augenblick warten. Ist hier nicht gerade irgendwo? Ach, das ist wieder nur eine normale Fliege. Ja gut, nee, lass mal nicht machen. Lass mal in die Town Hall gucken. Wie sieht's denn hier aus? Oh, wow. Fancy hier. Okay, hier ist jetzt das Ding. Das ist der Crafting Table. Oh, was haben wir denn hier? My Travel Bag. Okay. Da können wir einfach Sachen einlagern. Nee, ich brauche keinen Schlafsack, danke. Ach, sogar eine Karte hier hinten. Nice. This book tracks town awards. Wow. Okay, na mal gucken, ob wir das alles auf 100% kriegen. Ich frage mich, wonach Economy und Beauty gehen. Der Rest wird halt einfach Grind sein. Sie ist jetzt auf jeden Fall auf 5 Herzen, das ist ziemlich super. Gibt es sonst nichts Neues hier? Okay. Haben wir irgendwelche Deeds? Nope. Okay, das heißt, Irwin will immer noch nicht hier wohnen. Ugh. Ach stimmt, nee, der braucht das volle Herz und muss dann nochmal wiederkommen, ne? Hat die Bank offen? Die Bank hat offen. Oh, wow. Was für ein Tresor. Ah, wir können hier auch easy rein. Okay, aber nichts machen. Da hängt noch ein Plakat an der Wand. Geht damit irgendwas? Nein, okay. Sprechen wir also mit Milburn. Der hat sein Herz verloren. Oh, wenn wir Requests nicht erfüllen, verlieren die Herzen? Dann sollten wir Sachen vielleicht einfach ablehnen. Was hättest du gerne? 4 Parmod Planks, kriege ich hin. Schau mir mal Account. So, ich würde gern was depositen. Lass mal so 50.000 einlagern. In welche Richtung machen wir denn das jetzt? Wir kriegen dafür die Permit Points. Ja, easy, lass das mal machen. Wobei. Ja, nee, es lohnt halt nicht wirklich. Dafür sind wir noch nicht reich genug. Aber okay.
Achso, hat er das jetzt eigentlich? Warte mal, zeig mir nochmal bitte meinen Account. Hatte die 500? Ja, ach nee, die 2500 hat er jetzt davon genommen. Okay, dann würde ich das schon einfach gerne wieder einlagern. Danke. Okay, soweit, so gut. Was verkauft Rain heute? Nichts Neues. Okay. Eine Ho haben wir noch, ne? Ja, perfekt. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Guten Morgen. Ah, der hat nämlich auch jetzt ein Viertelherz verloren. Okay. Brauchst du irgendwas? Bang. Banded Morwong. Jo, das kann ich tatsächlich machen. Die sind auch, glaube ich, gar nicht so selten. Und dann würde ich gerne verkaufen. Nämlich. Auf jeden Fall das. Oh Gott. Das Ding muss weg, das kommt weg, das kommt weg. Das Ding kann auch mal raus. Wir müssen aufräumen, ne? Wir müssen vor allem auch noch gießen. Uff. 18.000 klingt super. Nehme ich. Sollten eigentlich auch mal eine Crafting Bench bei uns irgendwo hinpacken. Ein Crafting Table, so Copper Axe, danke. Deswegen habe ich auch die Kupferbarren dabei. So, dann können wir jetzt nämlich. Warum habe ich die andere Axt eigentlich nicht leider mitverkauft? Ich kann gerade nochmal in den Müll gucken. Fake Beard. Okay, ich bin gespannt. Es wird nicht gegen meine Googly Eyes ankommen. Ja, wir könnten einen Bart haben. Aber, sorry. No dice. So, ganz ehrlich, der eine Stein kommt jetzt auch weg. Das Ding kommt weg. Den Bart hebe ich auf jeden Fall auf. Jetzt verkauft? Ja, sehr gut. Okay, dann kommt da nochmal ein Barren rein, dann kommt hier ein Erz rüber. Wir hätten vielleicht ein paar Erze aufheben sollen, ne? Na egal. So, das geht darüber, dann Hardwood Path, okay. Gucken, ob wir so viel Hardwood haben. Falsche Kiste. Hardwood Planks. Ja, easy. So viel brauchen wir gar nicht, oder? Da kommen doch immer super viele bei raus. Wie viel wollte er haben? 16? Vier? Nee, Moment. Wait, what? Ach so, er will auch 4 Palmwood Planks haben. Neben dem Hardwood Path. Okay. Na, da müssen wir was sägen. Na, shit. So, habe ich den Path jetzt dabei? Ah, das spawnt hier unten hin. Ja, alles klar. So, das kann rüber. Das sägen wir. Echt nicht vergessen, heute zu gießen, ne? Das müssen wir wahrscheinlich heute mal Late Night machen. Vielleicht ist auch irgendwas reif, aber ich glaube, das wäre mir schon aufgefallen. So. Und genau darum müssen die Lagerfeuer da weg. Irgendwas Neues dabei. Ein 4000er... Fisch können wir fast mal mitnehmen. Oh, wir haben was gefangen. Nee, das Ding ist einfach leer.
Okay, cool. Ja, dann nicht. Hi. So. Ich habe zum einen deinen Request erledigt. Bitteschön. Und zum anderen habe ich deine 4 Pamutplanks dabei. Und dafür bekommen wir einen Strohhut. Warum habe ich sofort das Zitat im Kopf? Ob sie mir wohl einen hübschen Strohhut verkaufen können oder soll ich einfach gehen und mich selbst ficken? Ach ja. Strohhut, okay. Wie sehen wir mit Strohhut aus? Ziemlich meh. Außerdem sieht man die Googly Eyes dann nicht mehr so gut. Okay, können wir irgendwem noch einen Gefallen tun? Deswegen habe ich nämlich ursprünglich die Viecher nicht verkauft. Falls einer auf die Idee kommt. Du willst ein Shirt verkaufen. Für wie viel? 1,5 ist gebongt. So, wir müssen auf jeden Fall noch angeln gehen. Das darf ich nicht vergessen. Und gießen. Angeln und gießen. Angeln und gießen. Ich würde gerne mit dir chatten. Brauchst du irgendwas? Catch a Blue Moon Butterfly. Ja, kriegen wir hin. Es sollte wohl easy auf dem Weg machbar sein zum Northern Ocean. So, und dann kann ich für dich irgendwas tun? Ach so, du willst den Banded Morgoth haben. Ja, alles klar. Gut, dann laufen wir erstmal dahin. Dann müssen wir nach Norden oder nach Nordosten. Da ist ein Blue Moon Butterfly, oder? Oh, easy. Das war schnell gemacht. Ich lasse das Käferbuch mal offen. Okay. Was Neues hier? So, wo geht's denn mal? Zählt das schon als Northern Ocean? Das wäre halt total cool zu wissen, ab wo hier Northern und was hier Southern ist. Nee, nicht den Speer. Das Buch. Okay, aber ich schätze, wir laufen einfach mal ein bisschen hier an der Küste lang. Gucken, was passiert. Ist halt nichts, ne? Warum macht das Bugbook nichts? Ist es etwa verbuggt? Nee, aber im Ernst, warum zeigt es mir die Viecher nicht an? Ich meine, das ist nichts Neues, das sehe ich, dass wir die schon haben, aber trotzdem. Ja, da ist einer. Genau dich habe ich gesucht. Jetzt müsste ich nur noch richtig hinwerfen. Nope. Wirklich. Oh Gott, ist ungefähr 3 Kilometer weit weg. Komm schon. Okay, nice. Haben wir noch Requests offen? Ne, müssen eigentlich nur noch die beiden Sachen abgeben. Okay, easy. Dann können wir kurz nochmal gucken, ob wir... So rum ist richtig gedreht, ne? Ob wir hier noch irgendwas Neues finden. Aber ich wage das inzwischen zu bezweifeln.
wird doch schon wieder ein Fisch nicht angezeigt. Das ist doch scheiße. Einfach noch mit, weil es Geld gibt. Und dann müssen wir mal zügig zurück, damit wir noch vor 18 Uhr zu Hause sind und verkaufen können. Wir müssen... Oh, auf jeden Fall links rüber. Sonst schwimmen wir einfach eine halbe Ewigkeit. Sticks könnten wir auch mal wieder sammeln. Okay, das war doch eine relativ seichte Stelle. Uah, nicht gut. Ja, wobei, das hilft uns schon, schneller darüber zu kommen. Einfach mal Damage boosten. Sehr schön. Ich glaube 18 Uhr. Oh, das wird knapp. Hi John. Ich würde gern was verkaufen. Auch jetzt nicht, dass wir das morgen früh machen könnten, ne? Aber... exakt das. Klingt super. Außerdem habe ich da einen Request erledigt. Here you go. Bitteschön. Eastern Table. Wow. Sieht denn das Shirt eigentlich aus? Ja, nee. Kein oranges Flanell-Shirt, bitte. Fühle ich mich direkt wie Al Borland. Theodor, du wolltest das haben, ne? Jo. Blue Moon Butterfly ist hier unten. Perfekt. Eine Vase. Okay. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall immer noch gießen. Ich habe keinen Platz für den Scheiß. Brauchen einen neuen Kleiderschrank. Kleiderschrank ist voll. Kommen hier unten rein. Die Mangrove Sticks packe ich jetzt tatsächlich mal gerade hier hin, weil wir die auch zum Kochen gebrauchen können. Das Kleid verkaufe ich morgen. Die Axt geht da runter. Mein Zuhause wirkt wie ein Lagerhaus. Ja und? Es ist ein Lagerhaus. Ich bin doch auch nur zum Schlafen da drin. Gießen. Wow, jemand hat exakt ein Feld gegossen. Sehr großzügig. Ey, aber sie kommen, machen jetzt noch was. Nice. Schaffen, das ganze Ding alleine zu gießen? Eher unwahrscheinlich, ne? Die haben wahrscheinlich jetzt auch irgendwie so Gießstunde. Was sie so für 5 Minuten machen und dann hauen die halt wieder ab.
dafür, dass Millhouse uns gar nicht unbedingt mag. Also noch nicht. Ist ja schon ganz fleißig am Gießen. Im Gegensatz zu allen anderen. Okay, 19.30 Uhr scheint das Maximum zu sein. Okay, Rain holt offenbar Wasser von einer anderen Insel, wenn die so lange weg ist. Ist es da jetzt gegossen? Man sieht es, ja doch, ist es. Ich wollte gerade sagen, man sieht es halt nicht wirklich. Fletch gießt auch noch ein bisschen was, okay. Dann geht das ja. Aber so das ganze Feld schaffen die als Gruppe auch nicht, ne? Ich meine, es ist schon voll gut, dass jetzt drei Leute einfach geholfen haben. Ich glaube, wir sind auch fertig jetzt, ne? Tatsächlich. Fantastisch. Hier was Spannendes drin gelandet? Nein. Gut, dann... Noch irgendwelche Tasks? Perfekt. Warum habe ich denn das Käferding eigentlich gelöscht? Oder verschwindet das automatisch? Das habe ich wahrscheinlich schon gelöscht, oder? Den Hinweis von dem Käfer-Dude. Aber ja, Bushland im frühen Morgen. Mal gucken. Direkt die Gießkanne mal wieder füllen, auch wenn sie noch fast voll war. Und dann Zeit fürs Bett. Okay, Fishing ist aufgestiegen. Farming Level 10 wäre halt, glaube ich, echt ein Ding. Ich hoffe, dann kriegen wir was Nützliches. Gucken wir mal. Erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss. Wer ist denn Melvin? Ich völlig vergessen. Egal, sehen wir gleich.